Das ist nun nicht nur aus norwegischer Sicht, Lesart, das ist wirklich ein Flieger. Aber bisher hat es noch nicht gezeigt, also auf dieser Anlage. Der sieht allerdings etwas besser aus, aber nur etwas. Also da haben wir ihn schon besser fliegen sehen. Andreas Sternen. Ja, mit Abstand aber sein bester Flug heute. Und heute, oder jetzt kommt es ja schließlich drauf an. Training hin, Training her. So, damit hat Ante Semenic die Qualifikation gewonnen vor Michael Heiböck und Kamil Stoch. Wie gewohnt bekommen wir das jetzt im Schriftbild, nur mit dem Unterschied.